So, zurück an dem Punkt, an dem wir vorher schon waren, geht es weiter mit der Hetz auf komische Minispiele. Was Da ist steckt das? etwas in der Felsritze. Du In der meine Güte. Felsritze. Ist das etwa Ritze. Franziskas kleiner Schatz? Ja. Eine alte Fahrkarte? Wohl kaum. Hä, Behalten was? wir sie doch als Andenken und legen sie in das Tagebuch. Ja. Jetzt ist... War es das oder wie? Ist das Schluss jetzt? Bibi, das Gelände ist ganz schön schwierig. Sieht Meinst du, die total Hindernisse schwierig sind aus. zu hoch für Sabrina? Nein. Sie ist kein Springpferd. Ja, Du chill kannst dir dich. ja einen Parcours mit niedrigen Hindernissen Ja, vornehmen. das mache Und ich. ich wage mich an die größeren. Nee, nee. Hier reite ich voraus Ja. und suche für Sabrina leichte Hindernisse Ja, aus. ich glaube, das ist besser für Hier mich. reite ich voran und wähle für Nee, Amadeus Tina, etwas lass mal. schwierigere Na, Hindernisse. Tina, ich bin mehr so Niederspringen-Hindernisreiter. Dann reit mal voraus, Bibi. Ja, Bibi, bitte. Komm, lass uns sehen, was du kannst. Geht's, wie spiele ich? Also, auf den Pfeiltasten, alles klar. Ich muss halt irgendwie... Muss ich springen? Ah, auf der Leertaste springt man. Hätte man einem auch sagen können. Oder ich trete da aus oder so. Aha, hä? Was zur Hölle? Was ist das? Verdammt nochmal. Okay, ich, Aha. Okay, es ist einfach so schlecht, einfach nur. Okay. Ja, nein. Okay, alles klar. Muss ich früher oder später? Also ich muss extrem spät springen. Oh. Also das muss ja das Hindernis schon in mir drin sein, damit ich drüber springen kann. Wie schrecklich ist das denn? Bravo! Ja, bravo, bravo. Oh Gott. Ja. Oh, wie diese Hinracen. Gleich kommt ihnen so ein Panzer entgegen oder so, oder ein Lastwagen. Dann ist aber vorbei mit dahin schnell springen, reiten da. Oh nein. Da hat mich der Busch zurück teleportiert. Der Busch. Ja, bravo. Und juhui. Bravo. Busch teleportiert mich zurück. Oh, Baby. Oh, wo ist Tina? Da vorne liegt noch auf dem Boden eine Baguette. Oder auch nicht? Hallo? Hallo? Oh, da ist Wald. Geschafft. Puh. Oh, ich bin ganz außer Puste. Okay. Und wo sind wir jetzt? Das war doch Bibi ist rekordverdächtig. außer Puste. Puh. Mir ist ganz warm. Okay. Oh, sieh doch nur, Amadeus ist erschöpft. Er sieht richtig Er erschöpft wird doch aus. nicht krank sein. Oh Wenn er nein. Fieber hat, dann müssen wir unseren Wanderritt abbrechen. Lass uns herausfinden, wie es ihm geht. Ja, ich würde gerne herausfinden, wie es Amadeus geht, aber irgendwie sehe ich nur einen schwarzen Bildschirm. Ah, da. Armer Amadeus. Amadeus. Ob er krank Oh, wird? weiß ich Lass ihn nicht. uns genauer ansehen. Guck, wie traurig er Was ist als guckt. erstes zu machen? Oh nein. Zunächst nehmen wir ihm Zaumzeug, Sattel und Decke ab. Ja. Das stimmt nicht. Doch, das ist das Zaumzeug. Nun den Okay. Sattel. Ja, nun den Sattel. Wir müssen Amadeus die Satteldecke abnehmen. Chill dich doch mal, Bibi. Echt, ey. Jetzt brauchen wir das Tuch aus dem Rucksack, Ja, ich um weiß. Amadeus trocken zu reiben. Ja, verdammt nochmal. Ich weiß das. Ich habe das schon öfter gemacht. So, hier. So. Schön trocken reiben, ne? Ich Amadeus. So magst du das, ne? Wenn du ein bisschen trocken gerieben wärst, hier. So, schön trocken gerieben. So, da bist du... Jetzt ist Amadeus Da trocken. guckt er schon gleich Wir viel können das Tuch glücklicher. zurücklegen. Ja, ich leg das Tuch zurück. Amadeus ist trocken. Was kommt als nächstes dran? Wir sollten uns Amadeus Augen ansehen. Der Blick verrät viel. Ja, wie mache ich das?
Der Blick ist klar und ungetrübt. Mhm. Was meinst du, Bibi? Sind beide Augen gleichmäßig geöffnet? Aber ja, ich finde, sie sehen aus wie immer. Ja. Das ist ein gutes Zeichen. Nun lass uns seinen Puls fühlen. Entweder am Unterkiefer oder am Fesselkopf. Am Unterkiefer. Genau. An der Arterie des Unterkiefers kann man den Puls fühlen. Schon wieder was gelernt. Ruhig, Amadeus. Vielleicht prüfen wir den Puls besser am Fesselkopf. Verdammt. Das ist hier irgendwo, oder? Ja. Stimmt. Wenn wir hier am Fesselkopf Mittel- und Zeigefinger auf die Arterie legen, lässt sich der Puls fühlen. Mhm. Ruhig, Amadeus. Tja, wenn Amadeus sich das gerade nicht gefallen lässt, könnten wir uns zunächst die Nüstern ansehen. Soll ich ihm jetzt in die Nase bohren? An den Nüsternbewegungen kann man die Atmung sehen. Amadeus atmet normal, oder Tina? Ich glaube ja. Was soll er schon haben? Lass uns das Stethoskop benutzen. Das ist eine genauere Methode. Damit können wir die Atmung am Pferdehals hören. Doktor spielen mit Bibi und Tina. Dr. Bibi und Schwester Tina oder umgekehrt. Das funktioniert so leider nicht. Der Patient verstirbt. Können wir hier. Das war zu kurz. Lausch noch einmal. Ja, ich lausche noch einmal. Und zähl die Atemzüge. Ja. Ja. Einmal kurz durchatmen. Einmal husten bitte. Jetzt nicht atmen. Nochmal husten. Ja, das klingt noch ein bisschen röchelig. Zwei Wochen krank geschrieben. Die nehme ich mal 6. Das macht 24 Atemzüge pro Minute. Normal sind 8 bis 16. Naja, er muss erst wieder zur Ruhe kommen. Jetzt machen wir das Gleiche noch einmal. Aber diesmal messen wir nicht Atemzüge, sondern Herzschläge. Vielleicht nervt ihn das auch einfach, dass er mit so Apparaturen an ihm rumdoktert. Wo messe ich denn den Herzschlag? Auch wieder da? Nee, am Rücken, am Arsch, am Bauch? An der Brust? Am Kopf? An der Stirn? An der Fessel? Oh, das. Ich dachte, wo ist denn sein Herz? Amadeus, wo ist sein Herz? Hat Amadeus ein Herz? Das ist die Frage aller Fragen. Ich glaube, er hat kein Herz. Wieso wird das nirgendwo... Da, doch, da, das passt doch am Bauch. Das dachte ich doch. Ach so, das hat es nur nicht angezeigt. Ach so, mein Gott. Ich habe 7 Herzschläge gezählt. Die nehme ich mal 6. Das macht 42 Herzschläge pro Minute. Normal sind 28 bis 40. Amadeus liegt nur etwas drüber. Kein Wunder nach dem anstrengenden Ritt. Ja, der ist halt einfach aus der Puste. Wir sollten das Stethoskop zurücklegen und vorsichtshalber messen, ob er Fieber hat. Ach, er hat kein Fieber, er ist aus der Puste. Verdammt nochmal. Pech gehabt. Wie Pech gehabt? Doch nicht wirklich. Oh Gott. Das macht ihr nicht wirklich, oder? Nein, nein. Du musst das Thermometer immer schön festhalten. Am besten, wir machen das gleich nochmal. Ja, ich halte es fest. Das Fieberthermometer ist drin. Jetzt bloß nicht loslassen. Okay. Ich schalte es an. Ja. Schön festhalten. Wenn es zu piepen beginnt, kannst du es herausnehmen. Ja. Während du das Thermometer festhältst, musst du stets seitlich neben dem Pferd stehen. Nie dahinter. Ja. Die Körpertemperatur eines Pferdes beträgt normalerweise 37 bis 38 Grad. Hoffentlich hat Amadeus kein Fieber. Ich zieh's mal raus. Das sind 37,3 Grad. Oh, Amadeus ist gesund. Wir können das Thermometer weglegen. Danach säubern Amadeus und fetten wir die Hufe. Warum? So. Also auf jeden Fall. Was soll ich jetzt machen? Achso, die Hufe einpinseln, Dingsen. Na komm, Hufglocken. Na komm schon. Na, was ist denn nur? Das? Achso. Ich muss hier doch nicht sauber machen. Ach Gott, als würde das irgendwas bringen. So, Spiel, jetzt strapazierst du hier aber alles künstlich in die Länge. So. Ich weiß, dass du nichts mehr zu bieten hast.
Du könntest gut. Auch einfach fertig sein. Nehmen wir den Hufkratzer weg und nehmen das Fett. Das ist gut, ja. Wir nehmen das Fett. So. Das Fett ist eine neue Mitschülerin. Voll Mobbing. Bibi und Tina sind voll Mobbing. So. Und da. Letzte fertig. Ja. Und jetzt? Prima. Amadeus macht schon wieder einen ganz ruhigen Eindruck. Ja, er war halt nur aufgeregt. Decke, Sattel und Zaumzeug zurück. Wir hätten ihn halt einfach nur kurz mal chillen lassen müssen und nicht gleich auseinanderbauen. Ja, Amadeus, das gefällt dir. Nun der Sattel. Ach, ich nehme doch auch mein Auto nicht komplett auseinander, nur weil mal gerade irgendwie... Bevor wir das Zaumzeug anlegen, nicht anspringt. Bekommst du einen Apfel zur Belohnung. Lecker Schmecker. Oh, den hast du dir verdient, Amadeus. Jetzt fehlt bloß noch das Zaumzeug. Ja, kriegst du auch wieder. So. Na also. Ja. Sieh nur, Bibi, wie stattlich Amadeus aussieht. Oh, es ist so ein stattliches Ross. Und er hat sich beruhigt. Das ist die Hauptsache. Ja, er hat sich jetzt ja beruhigt, ohne dass ihr den komplett demontiert und wieder zusammensetzt, meine Lieben. Janu? Alles in Ordnung mit Amadeus? Er ist wohl auf. Ich habe ihm vorhin wohl etwas zu viel zugemutet. Ja. Ja, was habt ihr denn? Janu? Janu? Was ist jetzt? Sind wir fertig oder was? Oder wie oder wo oder wer? Oder wie? Oder wer? Warum und wieso? Das muss Franziskas Lagerstelle am Mühlbach gewesen sein. Ja. Ja, dann hin. Zu Franziskas Lagerstelle am Mühlbach. Weiter, Amadeus. Ja, schneller. Bibi trägt tatsächlich auch mal den Rucksack. Wie gut. Wie gut. Ich feiere das. So, und nun? Der Bach. Warum führt er auf einmal so viel Wasser? Ja, da fehlt ein Staudamm. Der Bach hat viele Zuläufe. Kleinere Bäche, die in ihn hineinfließen. Durch das Unwetter neulich hat sich viel Regenwasser angesammelt. Ach so. Das braucht seine Zeit, um abzufließen. Können wir im Mühlbach durch die Strömung reiten? Das dürfen wir den Pferden nicht zumuten. Lass uns damit warten, bis sich der Bach beruhigt hat. Na, bis dahin gibt es noch viel zu entdecken. Ich hoffe, wir haben alles zum Zelten dabei. Ach, ihr wollt doch zelten. Ach so. Wieso denn das? Wollt ihr jetzt tagelang warten, bis sich der Bach beruhigt hat? Ist das euer Ernst? Dann wollen wir mal das Zubehör für unser Zelt herausholen. Die Zeltplane hätten wir. Gib doch mal bitte die Zeltstangen, die Schnüre, die Heringe und die Isomatten. Ich? Oh Gott, jetzt darf ich noch ein Zelt aufbauen. Du hättest sie eingepackt, Bibi. Ah. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Ja, ja. Komm, wir sehen uns um. Ich sehe Äste, Schilfrohr und Schilfgras. Mal sehen, was uns dazu einfällt. Nicht viel, glaube ich. Tja, es wäre natürlich besser, wir hätten ein Gestänge, wo die Plane drüber kommt. Ja, dann könnt ihr doch hier die Zweige benutzen. Ein Ast allein gibt noch keinen Halt. Ja, chill dich mal. Passt. Aber es braucht noch Halt. Ja, gut. Passt. Aber es braucht noch Halt. Ja, ganz ruhig. Und was machen wir nun mit dem Schilfrohr? Dranbinden. Das dürfte halten. Super. Nein, nein. Ob das so hält? Ah, jetzt verstehe ich. Ah. Ah, ist das richtig? Ach so. Ach so. Und was machen wir nun mit dem Schilfrohr? Ja, entspann dich. Entspann dich, okay? Ich bitte dich. So. Warum liegt denn das so komisch? Ja, es hält. Wie kommt das hin? Fabelhaft. Ach so. Und das oben drauf. Jetzt sieht es schon fast wie ein Zelt aus. Ja, fast. Lass noch die Plane drauflegen. Es muss noch die Zeltplane drüber. Ruhig, ruhig. Ich mach das schon. Ja, wow. Wir haben
haben es geschafft! Das Zelt steht! Ja. Na also! Ja, cool. Ich bin wieder mal erstaunt. Das Zelt war so zwar nicht geplant, aber Hauptsache es steht. Hey, der Bach hat sich beruhigt. Jetzt habt ihr das völlig umsonst das Zelt aufgebaut. Na klar, jetzt können wir im Mühlbach reiten und herausfinden, wo Franziska ihren kleinen Schatz versteckt hat. Okay.